Nur mit der Schmetterling der Herren. Auf der Bahn 1 am Stett, Stadt Manuel Genster. Der siebte der deutschen Kurzbahnmeisterschaft im Jahr 18 von den SG Stadtwerken München. Auf der Bahn 2 am Start, Philipp Heinz. Der deutsche Kurzbahnmeister über die 100 und 200 Lagen vom Deutschen Schwimmverband. Auf der Bahn 3, Ramon Klenz, jetzt der zweite der deutschen Meisterschaften von der SG Neukölln Berlin. Auf der Bahn 4, Marius Kusch, der deutsche Kurzbahnmeister über die 50 Meter Schmetterling vom Deutschen Schwimmverband. Auf der Bahn 5, Daniel Pinnecker, der vierte der deutschen Meisterschaften von der Neckarsulmer Sportunion. Auf der Bahn 6 am Start, Björn Kammann. Der erste deutsche Junioren-Kurzbahnmeister in diesem Jahr und startet für den AMTV FTV Hamburg. Auf der Bahn 7 am Start Luca Nick Armbruster. Er ist der dritte der Junioren-Europameisterschaft in diesem Jahr und startet für die SG Dortmund. Und auf der Bahn 8 am Start Joscha Salchow. Er ist achter der deutschen Meisterschaften und startet für die SV Nicker Heidelberg. Meine Damen und Herren, das A-Finale war einer mit der Schmetterling der Herren. Ja, auch hier haben wir natürlich wieder eine DSV-Kurzbahnnorm, die liegt bei 51,50. Die wurde heute Morgen von Marius Kusch das zweite Mal unterboten. Mit einer 50,63 war er auch der Vorlaufschnellste hier auf der Bahn 4 und geht das Rennen auch beherzt an und wendet hier auch mit einer 23,26 als Erster vor Philipp Heinz, der jetzt hier schon in seinem zweiten Finale schwimmt, der vorhin die 100 Lagen für sich entscheiden konnte. Aber Ramon Klenz ist in seinem zweiten von drei Finalläufen heute. Den sehen wir nachher nochmal bei den 50 Rücken. Und jetzt hier in den letzten 10 Metern weiterhin vorne. Marius Kusch wird dieses Rennen nach Hause schwimmen. Mit einer 50,21 ist er nochmal wirklich schneller als heute Vormittag. Und Zweitplatzierte in 51,24. Ramon Klenz ist zweite Mal auf dem Podest, ebenso wie Philipp Heinz mit 51,36 auf dem dritten Platz. Und auch dieses Ergebnis ist offiziell.